Zuerst wollte ich nicht, weil ich mich geschämt habe. Und ich dachte immer, das tragen ältere Leute, zum Beispiel 80-Jährige, 90-Jährige. Aber ich bin doch Mitte 50 und dachte, nee. Nein, Alter spielt bei mir eigentlich auch keine Rolle, weil ich sag mir, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und Dinge, die ich nicht ändern kann, die nehme ich halt ganz einfach. Und das schlechter Hören ist ein Teil eben, genauso wie das schlechter Sehen. Irgendwann muss man halt mit einer Brille anfangen. Und auch das Gehörgerät ist dann irgendwann das Teil. Und wenn mir das eben so viel mehr an Positivem bringt, ist das doch überhaupt gar kein Problem. Verschwende nicht deine Zeit, ne? Weil also der Unterschied in der Lebensqualität, der ist wirklich immens. Der ganze Arbeitsalltag ist einfach angenehmer. Nicht anstrengend, sondern angenehmer. Ich trage ein Hörgerät mit Komfort. Ich ärgere mich heute tatsächlich, dass ich es nicht früher gemacht habe, weil ich Zeit verschwendet habe. Ich war in so vielen peinlichen Situationen, die ich mir hätte ersparen können. Ne, wenn du dreimal nachfragst und beim dritten Mal hast du es noch nicht verstanden und dann wird es auch unangenehm natürlich. Also es ist schon was Tolles und ich denke mal, wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht so lange, hätte ich nicht gezögert. Lasst euch beraten, mit Hörgeräten ist die Lebensfreude so bereichernd, so schön. Audi Bene, so klingt Glück.